Bau mal eine Stadt aus immer kleiner werdenden Vierecken, die immer 45 Grad versetzt sind. Sehr spezifisch, aber okay. Denke, das sollte groß genug sein, verglichen mit unserer alten Stadt. Diese Autobahnauffahrt wird sicher keinen Stau ergeben. Ich muss jetzt über die Baukosten den Mittelpunkt überall bestimmen. Leute, ich hab Wochenende, ich will kein Mathe machen. Tim hat 3 Äpfel. Wie kannst du daraus eine möglichst dumme Stadt bauen? Das Ganze sieht cool aus, aber wird so maximal ineffizient. Irgendwas ist hier schief geworden. Hab den Fehler gefunden. Besser als so bekomme ich's nicht hin. Wir fangen mit den wichtigsten Gebäuden an. Nämlich der NASA-Station. Das Herzstück der Stadt werden eine Reihe an Krematorien. Was will man mehr? Das wird der Altschauerberg. Jeder Stadtteil bekommt eine eigene kleine Hüpfburg. Wir haben überall Stromausfall und sind fett im Minus. Hauptsache unserer NASA geht's gut. Ich habe gerade herausgefunden, dass ich einfach Menschen umbenennen kann. Der junge Erwachsene Rainer Winkler wohnt im Altschauerberg 8, putzt in Emskirchen und ist unterwegs zu den Hädern. Die Stadt ist wirklich viel zu hübsch geworden. An den Ecken werden alle krank, weil da kein Arzt hinkommt. Da fliegen die Prügel.